Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir mit diesem Ausblick aus meinem Balkon. Frisch geduscht mit noch nassen Haaren, aber das erledigt sich hier schnell bei den Temperaturen. Wir haben uns auch langsam akklimatisiert. Es ist nicht mehr so, dass man das Gefühl hat, oh mein Gott, es ist so heiß, sondern es ist so richtig, richtig schön. Einmal ins Klimatisierte. Siehst du das? Die Scheiben sind beschlagen. Die letzten Tage habe ich dich nicht mitgenommen hier in Thailand, weil es einfach viel zu krass war. Also wir waren unterwegs mit dem Schnellboot, mit dem Katamaran, um zu schnorcheln. Wir haben uns wirklich einsame Inseln angeschaut, wo wenig Tourismus war und eine, wo doch ein bisschen Tourismus war. Aber es war einfach so krass. Es war so wunderschön hier. Und wir haben die Zeit sehr genossen als Familie. Es ist so ein bisschen wie die Flitterwochen nachholen, die Justus und ich nie hatten. Aber nur viel, viel schöner, weil wir das zusammen als Familie machen. Es ist traumhaft hier. Ich liebe es hier. Heute haben wir Großes geplant. Denn wir werden heute eine Ganztagstour machen zu James Bond Island. Vielleicht kennst du diesen einen Film, der ist schon ein bisschen älter. Der Mann mit dem goldenen Colt, der wurde da gedreht und seitdem sind alle verrückt nach diesem Fleckchen Erde und wollen dahin. Und es gibt eben auch Touren dahin. Aber diese Tour ist nicht so besonders, weil wir dorthin fahren, sondern das drumherum. Also es ist wirklich eine Mangrovenfahrt werden wir machen. Wir werden mit dem Paddelboot unterwegs sein. Wir werden auch natürlich am Strand sein, da wo dieser James Bond Felsen, so heißt er tatsächlich auch, steht. Und wir werden auch noch lecker essen. Den Ausflug auch noch abrunden mit einer kleinen Tempelschau, aber vor allen Dingen, weil da auch wohl Affen sind beim Tempel. Und es ist immer eine gute Tat, wenn man dann eben beim Tempel auch ja eben Affen füttert. Das darf man da machen und da sind wir sehr gespannt. Alles gut, Anastasia? Die Tour heute ist das absolute Highlight. Das ist auch der letzte Vlog, bei dem ich dich mitnehmen werde hier in Thailand. Deswegen lass uns diesen Tag, diese Tour nochmal so richtig zusammen genießen. Ich werde dieses Land sehr, sehr, sehr vermissen. Das leckere Essen und die lieben Menschen hier. Es ist mir alles sehr ans Herz gewachsen. Aber ich freue mich einfach auf den heutigen Tag heute. Mit meiner Familie und mit dir zusammen. Also, los geht's. Da ist er auch schon. Heute fahren wir mit dem. Papi! Das Boot ist da. Sind wir aber in den letzten Tagen ganz schön viel Boot gefahren, ne? Jetzt erstmal wieder über die Wackelbrücke. Okay, los geht's. Okay, das war jetzt eine sehr interessante Erfahrung, die ich jetzt doch noch mit meiner Community teilen muss. Also diese Arten von Toiletten kennst du ja schon. Habe ich dir auch in China gezeigt. Aber komplett kein Klopapier, kennst du auch. Aber dass man auch sogar selber abspülen muss. Also mit dieser Kette da. Okay, aber wir haben es alle geschafft. Wir haben es alle überlebt. Ist der Papi entdeckt? Ein Ameisen. Ist ein Ameisen, okay. Oder Tibiten. Also wir haben jetzt eine Stunde Fahrt hinter uns und werden jetzt erst einsteigen. Wir hatten uns dann verguckt. Also wir sind doch erst nochmal Auto gefahren mit dem Minivan. Und jetzt sind wir erst angekommen. Und da werden wir jetzt in so ein Boot einsteigen mit Motor. Traumhaft, ne? Mit den Bergen im Hintergrund. Ja, das ist Mangrove jetzt hier. Mangrovenfahrt machen wir jetzt, genau, hier durch. Das ist richtig schön. Okay. Los geht's. Vitamin D vergiftet. Du sollst doch eine Mütze anziehen, Justus. Justus ist ein bisschen verbrannt, ne? Wenn er nicht auf seine Ehefrau hört, wenn sie ihm sagt, Sonnencreme. Weil da vorne ist nicht so laut. Ah, okay. Ja, das ist der Motor. Der ist sehr laut, das hört man da hinten auch schon. Wir sitzen also vorne. Johann, ganz okay. Könnt ihr mal rüberrutschen? Können wir auch noch rein. Aber die Mami geht nach vorne.
Ja, ich gehe nach vorne mit Baby. Nach vorne. Okay, gut. Unter den Mangrovenblättern sind dann die, kann die Salz ablagern. Ja? Genau. Das liegt alles Salzwasser. Genau. Kompanie. Und da hinten ist eine Islamschule. Da vorne ist eine Muckibude. Und das ist im Prinzip Gemeindezentrum hier. Ja. So, also so ein Platz zum Versammeln. Und das Ganze steht nur auf Stelzen hier. Ja? Steht, die Moschee steht auf Festland. Und einige Häuser aus dem Rum auch, aber 99% steht auf Stelzen. Oh, da ist das Fußballfeld auf Wasser. Ja, es ist das Fußballfeld, schwimmendes Fußballfeld und nochmal ein Fußballfeld neben der Schule. Das große Gebäude da ist die Schule, das hellgrüne. Ah. Das etwas dunklere, kleine daneben ist die erste Schule, also das war das erste Schulgebäude. Ja, Wasser. Ja. Ja, da haben wir Reusen. Da werden Meeresfrüchte mitgefangen, Fische. Und die werden dann in solchen schwimmenden Fischbehältern, da ist wieder ein Theater da hinten. Ja. Da wird Fisch frisch gehalten. Da hängen so Netze ins Meer rein. Da setzen wir den Fisch rein und dann tun sie bei Bedarf halt Fischer ganz einfach rausholen. Da hinten haben wir ein Guesthaus. Okay. Also wenn es euch so gut gefällt, dass ihr hier bleiben wollt, dann habt ihr die Möglichkeit hier zu übernachten. Ja. 650,
500 Baht kostet dann Übernachtung. Ja. Dafür gar nicht viel erwarten, es ist einfach nur ein sauberes Zimmer und eine Toilette. Das ist das Gästehaus hier. Es gibt ein Schildchen oben. Ja. Ja. Willkommen auf James Bond Island. Sie ist noch keine frei, aber sie ist schon frei. Okay. Also, angekommen. Sind da lang gefahren, wie cool. Ja, echt cool. Okay. Den von Payson habe ich dir auch eben schon, glaube ich, gezeigt, ne? Da gehen wir aber gleich nochmal richtig gucken, wie das hier aussieht. Oh mein Gott. Hast du den Film James Bond gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Müssen wir noch gucken, ne? Ja, den gucken wir dann und sagen, da waren wir, genau. Du sagst. Guck, wie das hier aussieht. Ich krieg gerne ein Foto. Im Paradies. Das kleine Haus mit Leiter ist das James Haus Bond. Der Naturgeister. Das kommt aus dem Animismus. Ja. Nicht aus dem Buddhismus. Aber es heißt, Leiter brauchen die Geister immer. Dass sie dann hochsteigen. Genau, damit wenn du so ein Haus baust, wenn du hier. Hier wurde viel verändert. Also ja. Als ich hier das erste Mal weiße vorher von der Natur gelebt haben und jetzt eben. Wir stehen jetzt bei James Bond. Wir gehen ganz viele baden, aber wir haben keine Badesachen dabei, weil die letzten Tage waren wir ja schnorcheln. Heute wollten wir mal trocken bleiben, aber so ein bisschen Abkühlung schon ganz nett. Wo ist Papi? Er unterhält sich sehr angeregt mit unserem deutschsprachigen Reiseführer. Er kürzt ihn komplett aus. Ist auch ein Auswanderer, deswegen ist das ganz spannend. Oh, okay. Ja, schaut euch das mal an von dem Brezel. Und dann ist diese Felswand hier so abgerutscht. Oh Mann. Kaupinkan. Ja, komplett gerade. Auch oben, wo es abgebrochen ist. Ja. Vom Wasser aus sieht man das. Auch oben ist es komplett gerade. Ja. Kaupinkan. Also ist nicht künstlich. Oder? Aha. So. So, es geht weiter. Ja. Sollen wir wieder einsteigen? Ja, der Meeresspiegel hat sich gesenkt. Eben sind wir da lang gegangen, da konnten wir noch nicht mal mit trockenen Füßen rüber. Und jetzt kann man da guten Meter gehen. Halb Meter, ja. Halb Meter, ja. Nichts mehr, ne? Papi! Und wir sitzen hier. Johann, Elisa. Süße Maus. Jetzt fahren wir ein bisschen unter den Felsen durch, so habe ich das verstanden. Manchmal müssen wir uns ducken. From China. China, oh. Ni hao. Ni hao. Alles gut da vorne?
Hier hört man wieder die Zirkaden. Hörst du sie, Johann? Mhm. Aber nur schön. Thailand ist einfach nur schön. Schön. Taschenkrebse. Oh, cool, Johann. Die wohnen da, ne? Guck mal, wie die Seepocken da dranhängen, Clara. Das sind diese Muscheln. Not many aboard. VIP. VIP. Guck mal, Clara, geradeaus. Jetzt ist der Wasserspiegel gerade erst so ein bisschen weiter abgesunken, dass wir da jetzt durchpassen. Ja. Achtung, Kopf. Oh, wow. Also das, was man hier an Felsen sieht, sind eigentlich nur noch Gerippe, Kalksteingerippe, die nach oben hinausragen. Das ist ganz schmal. Und wir sind hier praktisch zwischen diesen einzelnen Gerippen. Okay, you lay down, lay down. Whoa, einmal sorry, runter. Are you, sorry? Like, also okay, okay. Yes. Bleib weg. Ja, sehr gut, Anastasia. Also wir sind hier gerade in einer Höhle, in einer runden Höhle. Okay, one photo, just for you. Da kann man wirklich durch. Das ist viel schöner als mit diesem Boot, weißt du? Kann man viel besser gucken und es ist auch schön ruhig. Ja, genau, schön ruhig.
see this way, village on Banji Island. Ah, okay. Or next time you go to in the Banji, mm-hmm. in restaurant. Yeah, okay. Yeah. Ja, er hat gesagt, dass hier auf der Unterseite sind die salzig. Salzig? Oh. Und noch eine Höhle. You see up same my heart. Yeah. Bye. Gott sei Dank haben wir das überlebt. Wir sind jetzt hier auf der Fischerinsel, an der wir eben noch vorbeigefahren sind, wo alles auf Stelzen ist. Und jetzt gucken wir hier uns alles an und werden hier Mittag essen. Fische mit Spitzen. Oh, ja, das sind Fische. Souvenirs gibt es immer und überall. Kokosnussschalen gemacht. Also so ein Schiff, wie wir den, wo wir jetzt unterwegs waren, die gelegt. Wir sind nur zu einem Zweck an Land, nämlich hier unten. Deswegen war das Land auch, weil es ein Ort, der eben kein guter Ort war, weil da die Geister der Toten gelebt haben. So. Hallo. Da war die Kraft. Ja, Vögel. Ach, jetzt sind wir auf Festland. So, wir gehen jetzt auf Festland. Oha. Ein Hahn. Okay, den kommen wir nicht so. Und die sind alle hier von ihm selbst gemacht. Das sind mal ganz andere Souvenirs als die, die man sonst hier kaufen kann. Deswegen schauen wir hier einmal. Wow. Oh, unser Essen kommt. Nee, das wurde für uns bestellt extra. Yes. Oh. Ich will das am meisten essen. Das sieht ja toll aus. Okay, wir essen jetzt hier auf der schwimmenden Insel. Das ist ein riesiges Restaurant. Wir haben gerade Hände gewaschen, da ist so ein Waschbecken. Und mitten im Restaurant kann man sich die Hände waschen. Und jetzt kriegen wir das Essen hier serviert. Wow, das sieht so lecker aus. Ist das deine? Ja. Justus, das sieht so lecker aus. Ich habe Hunger. Ich möchte nur dieses Gericht essen. Guten Appetit. Guck mal das Ei auch. Ja, das Ei. Das wird Anastasia gefallen. Oh, Baby Chair. Was so? Ja.
Alles für ein Hammerfoto? Ja. Oh, das ist ja der Krasse. So ist okay schon. Ja, ihr müsst nicht noch einen Meter zurück und noch einen Meter. So, jetzt fahren wir ins Festland. So, unser Trip ist noch nicht vorbei. Jetzt geht es zu den Affen. Wir sind jetzt im Nationalpark. Hier gibt es auch noch einen Tempel, den schauen wir uns auch noch an. Ja, Affen. Justus hat jetzt Proviant gekauft. Hier gibt es bei den Ständen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oh, da kommt er schon. Kara, der kommt schon, der will was zu futtern. Nein, der ist weg. Affen. Die sind ja sehr frech, also eigentlich sollten wir aufpassen. Oh Gott. Babyaffen. Wo sind Babyaffen? Oh mein Gott, wie süß. Aber die Mama sieht hoch. Ah. Da oben sind ja noch ganz viele. Baby. Oh, da sind noch mehr Babys da oben. Das Baby hat so auf seinen Mund gezeigt. Oh, ich will essen. Das Babys. Oh Gott, wie süß. Guck mal, da sind jetzt drei Babys da unten. Und die wollen was essen. Oh. Guck mal, wie die sitzen. Ja, gib mir was. Aber Justus. Johann! Oh mein Gott, Johann, nimmst du jetzt zurück! Oh mein Gott, der Affe hat sich einfach das genommen. Hat sich unsere Tüte genommen. Justus! Mal aufpassen. Das ist unsere Tüte. Entschuldigen Sie mal. Oh. Ich habe mich aber schnell umgezogen. Du weißt ja, Tempel. Wir sind jetzt gerade hier im Tempel, deswegen schnell was über die Schultern und Knie geworfen. Das ist von unserem Guide, das hat er mir sehr ausgeliehen. Ich habe ganz vergessen, dass wir heute in den Tempel fahren, deswegen war ich so unvorbereitet. Aber normalerweise habe ich das immer selber schon dabei. Wow. Hier sind ja auch Affen drin. Sind ja auch noch Affen, ne? Affen. Guck mal, wie schön das aussieht. Ist ja auch in der Höhle, ne? Mami, weißt du noch, was tut dir dein Buddel dran? Der schläft oder ist er tot? Der ist tot. Ja. Woran erkennt man das, Johann, erzähl? Seinen perfekten Zweifel. Warum? Weil Buddha sich, bevor sie sterben, einfach vorbereiten. Einfach. Schon wenn man fertig spielt, dann hinlegen, ist dann, ne? Im Schlaf bewegt man sich, deshalb ist der Fuß dann meistens eingeknickt oder. Genau, das sieht man an seinen Füßen, wenn die so gerade aufeinander liegen, dann hat er sich quasi zum Sterben hingelegt, extra perfekt, und würde der eine Fuß über dem anderen liegen, so, ne? Kreuzt, dann würde er nur noch schlafen. Genau. Das hat mir Johann erklärt. Hier steht auch nochmal, was die Buddhisten nicht so toll finden, wenn man sich Buddha zum Beispiel als Tattoo machen lässt. Buddha-Kopf als Dekoration mögen sie ihn auch nicht. Und beim Fotografieren mögen sie es nicht, wenn man sich so neben Buddha stellt und wie so ein Kumpel so den Arm drüber legt, weil Buddha natürlich nicht der beste Freund ist, sondern ja, einfach respektvoll ist. Ne? Und eben kurze Sachen soll man nicht anziehen. Aber das wissen wir ja schon, ne, Johann? Das gilt übrigens für die Kinder nicht so streng, sondern eher eigentlich nur für die Frauen. Für die Männer ist es jetzt auch nicht so super streng. Muss man aufpassen, ja? Dass sie nicht beißen, hat sie gesagt. Man nicht auf ihren Schwanz treten. Man durfte sie nur nicht, man durfte ihnen nur nicht das Essen wegnehmen. Achso, dann werden sie wütend. Ja. Dann werde ich auch immer wütend. Dann können sie auch nicht irgendwie treten oder so. Nee, treten wollte ich sie auch nicht. Dann passt das ja alles. Ja, dann ist das. Irgendwie sieht er süß aus. Ist das noch ein Baby? Ich nehme dir dein Handy weg und verhaut mich damit. Ja.
schwimme ich halt. Das sieht sehr chillig aus. Vielleicht laust er dich ja dann, wenn du dich da hinsetzt, Johann. Kommt er zu dir? Okay, und da kommen wir. Und dann kann man hier die Höhle erkunden. Und auch noch da oben, da hinklettern. Es ist wirklich sehr schön kühl hier. Sehr angenehm. Christus führt Familie vorn an. Ich glaube, ich bleibe dieses Mal unten. Johann, ich bleib hier. Ich bleib hier, Johann. Ich bleib hier. Viel Spaß. Jetzt versuchen wir es wirklich, die Affen zu füttern, ohne uns die Tüte klauen zu lassen. Aber das war eben fies, weil der kam von hinten und hat sich bei Johann einfach das weggeschnappt. Oder kommen Sie schon? Ich gehe schon mal in Deckung. Halt mal hoch über deinen Kopf. Ja. Hast du dir was gegeben? Einfach in die Hand? Ja. Oh mein Gott. Warte, die klettern gleich auf die Ruhe. Nee, gib ihn in die Hand, ja? Super. Sag mal, Edita. Ich will deinen Affen was geben. Hältst du mal das Baby fest? Oder halt mal deinen Namen an deinen Schiff. Dem Baby was geben. Ja. Oh, Clara. Oh mein Gott. Außer wegen Hund. Ach, wegen dem Hund. Nee, wir haben sag mal, du bist auch so ein Tierflüsterer, ne? Jetzt hast du auch noch einen Hund an der Backe. Ja, aber. Wir haben Tauben. Aber es ist ein Tempelhund, den kannst du nicht mitnehmen. Der gehört dir hin. Dahinter dir ist noch ein Hund, Justus. Aber was ist das denn? Geh her, der guckt Papi richtig an. Ja, aber ich hab nichts für dich. Das sind alles nur blöde Bananen. Ich wusste, dass ich füttern kann, oder? Ich bin eine Wurst mitgebracht. Hat jemand eine Wurst? So, guck mal, jetzt müssen die Affen mal kommen. Nee, jetzt sind aber die Hunde bei uns. Jetzt kommen die Affen ja nicht. Warum können die Hunde? Wollen die Nüsse haben? Ich kann ja Nüsse geben. Nein, die wollen. Die sind gar nicht. Sind sehr krank. Krank als jetzt. Cool. Ich kann auch gerne. Nein, auch. Mais, ne? Ja, guck mal, da kommt noch einer. Johann? Elisa? Ja. Oh. Oh, ich will den auch mal was geben. Ja, warte, was hast du denn? Ja, ich bin nur am... Ich finde das so toll. Guck mal, da warten die schon. Warte. Ich gebe denen das jetzt ein. Ja, klar. Der da oben. Der will das nicht? Hat das weggehauen? Oh! Oh, wen weiß halt. Der da oben. Ach so. Den habe ich was gegeben, der hat sich extra darauf geklettert, damit der Turm kommt. Da oben kommt. Ist er. Ich habe nicht gut, gesehen. Okay. Oh mein Gott. Okay. Der eine mit dem. Zu teilen ist hier nicht so, weißt du? Mal bitte schnell die Bananen, damit der eine hat dem anderen nicht. Oh, ich habe ein Stück überfallen. Elisa ganz lässig. Guck mal, der hat sogar ausgepackt. Der ist ein Genießer hier. Ja, gib's ihm einfach. Gib mir. Gib ihm einfach. So, der Große hier. Den oh. Okay. Ich will auch, dass ein Baby kommt. Hier das ist einer der wenigen Stellen, wo man die Affen auch füttern darf. Komm hier. Ja, bitte. Oh, süß. Oh, er hat mich mit seinen kleinen Fingern berührt, Justus. Er ist so süß. Er kann gar nicht schälen. Geschenkte Bananen ich stehen ja weg. Der ist auf dem Bauch. Oh nein, das ist runtergefallen. Jetzt ist er sauer. Der ist ja süß. Also, guck mal, der bringt nie richtig meine Bananen. Du musst aufpassen. Von hinten nähert sich einer von den Schlingeln. Hier sind ja noch Nüsse übrig. Ja, die Tauben wollen unbedingt die Nüsse haben. Ja. Jetzt dürfen die Tauben das Baby. Für den, ja, das Baby hat genug. Die Nüsse sind für die Tauben? Wahrscheinlich. Oder kannst du mal hinhalten, ich weiß nicht. Aber da würde ich vielleicht nicht den Affen direkt hinhalten. Wir hatten das Taubenfutter. Aber verteilen einfach. Ich glaube nicht, dass sie die... Mögen sie das? Die Achter nehmen sie dir auch. Vielleicht nehmen sie die
direkt aus der Hand? Wirf mal da oben drauf, einen ordentlichen Schlag, kommen die Tauben und die Affen. Wir warten auf den Baby einfach. Die nehmen das so, aus der Hand. Er nimmt das aus seiner Hand. Oh mein Gott, wie süß! Wie spürst du seine kleinen Finger? Er hat mir das aus der Hand genommen. Er ist ein bisschen wie Hamster, ne? Oh, ihm schmeckt es gut. Er mampft ja alle weg. Oh mein Gott, jetzt kommen die ganzen Tauben auch noch. Maja, jetzt ist ein bisschen die Hand. Ganzen Tauben. Jetzt die ganze Scheiße. Ja? Haben sie alles weggefuttert? Ja, alles sofort. Jetzt müssen wir Hände waschen. Jetzt müssen wir Hände waschen. Ja, die Tauben kommen ganz schön nah, ne? Ja, die Tauben. Die müssen streicheln, die können nicht streicheln. Versuchen hier rauszukommen. Wie viel haben wir denn? Wir sind ja verabredet. Ne? Johann, wie viel haben wir? 8 Minuten. Wir sind wieder zu Hause, quasi. Also im Hotel. Wir sind jetzt wieder auf unsere Zimmer. Genau, das ist es ja. Und ich muss sagen, das war eine richtig, richtig schöne Tour. Gefühlt die schönste und entspannteste und so vielfältige Tour, die wir bisher hatten, und wir hatten ja wirklich fast jeden Tag hier eine Tour. Also große Empfehlung für die James Bond Tour, falls du hier mal auf Thailand bist. Ne? Alle Kinder sind sogar auch mega begeistert von der Tour gewesen. Ach nee, du darfst laufen wieder mit. Ach ja, der setzt empfehlen, aber ich würde nicht empfehlen, den James Bond Felsen anzugucken. Da kann man sich auch sparen. Ja. Alles drumherum war richtig cool. Natürlich muss man sich den angucken. Ja, das sind so viele Leute. Nein, darum geht's auch gar nicht. Man kann auch einen Film geguckt. Man muss sie vorher geguckt haben. Ich weiß, das war richtig toll. Und der Guide war auch toll. Der war auch so tief entspannt. So genau das Gegenteil von meinem Mann. Und das hat sich gut auf ihn ausgewirkt. Er war nämlich dann dadurch heute auch total entspannt. Und dadurch war der gesamte Tag total entspannt und richtig schön. Ich weiß nicht, wie viel Uhr haben wir, Johann? Was? Wie viel Uhr haben wir? 17 Uhr. 17 Uhr. Wir waren heute um 8 Uhr los und jetzt ist es 17 Uhr und ich fühle mich trotzdem noch frisch wie... Weißt du, was ich witzig finde? Also in Deutschland ist ja verboten, jemanden zu fragen, wo er herkommt. Und er hatte ja auch einen thailändischen Namen. Fragst du jetzt, wo er herkommt? Also er war auf jeden Fall ein Native-Deutschsprecher. Und er sah ja jetzt auch nicht unbedingt sehr thailändisch aus. Ja, obwohl in Deutschland darf man das auch nicht mehr sagen. Aber es war spannend zu hören, dass er einen thailändischen Namen aufgenommen hat für seine Frau. Weil das Glück bringt. Hättest du auch mal machen. Ja. Ne? Ja. Ich wollte mich eigentlich nur verabschieden. Ach so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.